Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ich würde schon fast sagen, in einer Regelmäßigkeit, wie es selten gesehen ist, habe ich mir wieder den Rio eingeladen. Hi Rio. Hallo zusammen. Und ja, ihr seht schon, wir spielen Neuner, Rio die ES8 oder den ES8 und ich Leopard PTA. Genau, die IS-8 darf man ja nicht sagen, weil dann Nein. kommen gleich wieder Kommentare wie: IS heißt Josef Stalin und Josef Stalin war ein männlicher Mann mit einem Rauschebart und deswegen heißt es der IS-8. Ja, und ich habe am Anfang immer die ES gesagt. Weil Ja, was das. im Endeffekt auch nicht verkehrt ist, zumindest nach meiner Auffassung der deutschen Grammatik Ja, aber und ich wie habe auch das auch so immer oft dann, so oft unter Videos gelesen und Pronunciation. dann dachte mir, nee, bevor ich immer einen auf die Fresse bekomme, sage ich Ja. einfach der ES und dann hat sich das. Weil es ist ja im Endeffekt eine eigene Abkürzung, die sich so eingebürgert hat. Und deswegen kann man das eigentlich, kann man schon die sagen, die Warte, jetzt. IS-8. Jetzt hol die ganzen Trolle nicht aus unter ihren Stein hervor. Mach ich nicht. Hallo, Troll. Ja, ich habe übrigens die IS-8 jetzt voll ausgebaut. Ich habe den Turm drauf. Den großen Turm. Fahren wir oben hin? Ich komme mal mit dir mit. Ich Ja, habe da ich so ein bleib hier so ein schnelles bisschen Gerät erstmal hier. hier in der Stadt, versuch so ein bisschen reinzuwirken. Dann in die Gasse, weil ich habe mir das wieder abgewöhnt, dass ich in die Gasse reinfahre. Weil da schaffe ich es, dass immer irgendeiner dasteht und mich aufs Korn nimmt. Super, der hat schon gleich der gespottet schon gleich. Der Wixor. War mal ein bisschen Schlangenlinien, dass ich nicht hier gleich eine Artikelle reinkriege. Ah, ich hasse es, zu Beginn gespottet zu werden. Hat er dich schon aufgemacht? Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob ich hier eine Crew drauf habe. Doch, eigentlich habe ich eine Sixth Sense Crew drauf. Also hat er mich wohl nicht aufgemacht. Dementsprechend. So, gucken wir doch mal. Ich stelle mich mal hier hinter dich ans Haus. Mhm. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen und warte, dass ich da vielleicht in die Mitte irgendwann reinwirken kann. Ganz unspannend. Würde mir wünschen, dass der da kommt der T54, ein bisschen vorrückt. Das ist schön. Ja, Mitte reinwirken, Ja, bin ich mal die gespannt. Da steht ja noch eine IS-7 hätte IS-7. man jetzt wirken können, aber da war ich jetzt ein bisschen zu slow. Und die Maus habe ich auch Die verpasst. IS-7 ist gerade auch außerhalb meiner Draw-Range. Ja, da konnte ich gleich einsetzen. Oh, ist gekettet sogar. Oh, warte mal, dann aim ich Ah, mal. jetzt haut sie gerade ab. Ah, Aber schade. die hat schon nur noch 900 HP, also. Hat wohl gerappt. Ja, und ja, jetzt war es das auch. 800 Schaden hat die noch bekommen, ey. 100 hat die noch stehen. Die arme Maus, die hat auch so einen doofen Stand, weil eigentlich kann jeder normalerweise die ein bisschen aufs Korn nehmen. Ich überlege, ob ich jetzt nicht mal wirklich in die Mitte preschen soll. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal. Ja, ich komme mal mit. Oh, guck mal, da ist ein T54 oben. Guck mal, wo die stehen. Die könnte man da eigentlich auch gut kriegen. Aber du preschst schon in die Mitte. Ich bleib mal oben, weil die werden hier auseinandergenommen. Die Spieler sind einfach wesentlich besser als die beiden, die wir hier oben haben mit ihrer 1000er WN8. Ah, der eine hat sogar 1500. War schon gut kassiert. Ich wusste auch, dass die Maus so steht, dass ich auf die jetzt schießen kann. Gott, Maus schießt Gold. Hui Deifel. Ich brauche Hilfe. Ja, super. Wir schießen hier alles zusammen. Okay, ich komme. Ja. Das ist Kacke, dass du da weggefahren bist, war eine Sorry. schlechte Idee. Wusste ich, dass sowas passiert. Ja, sorry, ich habe da die gute Stellung oder die schlechte Gegnerstellung gesehen, aber hatte da ein bisschen unterschätzt, mit was die da noch kommen und dass unsere da so schnell weg sind. Habe ich dich ein bisschen im Stich Ja. gelassen, sorry. MP. Nimm mich auf meine Kappe.
Jetzt habe ich natürlich so das Objekt da stehen, dass ich es gar nicht spotten kann. Oh, das hat ja gar nicht mehr viel. Jetzt nicht böse sein, Ryu, gell? Ich bin nicht böse. Erwischt. Ja, wir können nochmal eng werden. Ja, in der Tat. Jetzt würde ich natürlich gerne greedy sein und Richtung Artis gehen. Oh, nee. Was stehst denn du da noch? Bist du AFK? Der ist AFK. Yay! Nee, ist nicht AFK! Stimmt, ein Bot. Oh, der fährt jetzt woanders hin. Dann helfe ich lieber schnell dem IS-7. Bei dem E5 frontal habe ich jetzt echt wenig Lust. Aber geil, wenn einer AFK vermeintlich ist und man freut sich schon, auf einmal bewegt er sein Rohr. Das ist dann so der Moment. Der Moment, an dem du denkst, what the fuck? Johnny, la gente está muy loca. Oh, so eine VK-Wanze ist ja auch noch im Spiel. Die mag ich ja auch gar nicht. Der Teil mit dem Chitin-Panzer vorne. Ist denn der Conqueror auch noch? Wir haben sie. Na, jetzt muss ich mal ein bisschen das Risiko suchen. Drei, zwei, Risiko. Ah, der Conqueror ist ja da drüben. Bereit zu feuern. Da ist die Arti. Feuererlaubnis erteilt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Ziel erfasst. Ausgezögert. So, jetzt den VK. Ich hoffe, der guckt nicht. Nö, guckt nicht. Jetzt guckt er gleich. Oh, E5. Wupp, wupp. Tja, der ist auf Link oder? Oh nein, nein! Oh Mann, ist so schade. Aber dass der auch noch so voll ist, hat mich noch mehr irritiert. Aber das dürfte kein Sieg leider werden. Dafür ist der E5 noch viel zu voll. Steht viel zu gut im Saft. Hm. Ja, der räumt es jetzt da. Der müsste die E7 nass machen können. Der müsste es sehr, sehr nass machen können. Siehst mal, bis das halbe Gefecht scheinbar halb AFK. Und gewinnst es trotzdem noch? Ach, der denn da jetzt? Ja, genau. So macht Sidescrapen Sinn. So Sidescrapen, Mann. Also das ist Sidescrapen für Fortgeschrittene, for Runaways. Ja, man könnte auch sagen, also der ist schon so weit, da darf man es schon rückwärts fahren nennen. Oh, da kommt die Begrenzung. Ja, doch wieder zuvor. Ja, zu weit gesidescrapt, Junge. Sidescrapt aus der Map raus. Wer ist der Michael Jackson des Sidescrapens? Ja. Das ist schon so Sidescraping, das ist schon Moonscraping. Alter, jetzt kommen aber die Begrifflichkeiten. Da findet er sie.
Ihr könnt sich auch einfach in den Cap reinstellen, ne? Ja, ich verstehe auch nicht, was er jetzt hier rumfährt. Ah, jetzt steht der Gegner mal im Cap. Oh, jetzt fährt er im Cap. So, ah, da ist er schon im Cap, jetzt kann ich auch mal reinfahren. Jetzt denkt er sich, jetzt muss Arti den Rest machen. Ich habe schon alles gemacht im Spiel. Oh ne, ja. Er fährt doch wieder raus. Ah, weil zwei drin stehen. Jetzt denkt er sich, oh, da könnte es eng werden sonst. Jetzt macht er die Plays, Junge. Jetzt scrapt er über die halbe Map in die eigene Basis wieder zurück. Schauen wir, was unsere Arti so treibt. Arti bewegt sich kein Stück. Könnt ja auch was spotten. Siehst du jetzt ein schwarzes Loch? Arti pinkt aber schon. Arti denkt sich, oh, jetzt muss aber die ES7 sich endlich bewegen hier. So wird es sonst nichts mehr. Mal pingen. Da übrigens im Cap, ne? Au, flamed. Arti bewegt sich links, rechts. Links, rechts angetäuscht und schießt mal gar nicht. Nein. Oh, nein. Man hätte ja auch mal kurz vorfahren können, dass man vielleicht doch was aufmacht, aber nein. Nein, diese nein. Diese Arti, ey. Made my day. Naja, schade. War jetzt zumindest von mir keine so schlechte Runde. Für dich tut es mir so ein bisschen leid, sorry dafür. Ich habe 1700 Spieler Unterstützung gemacht. Ich habe sogar noch einen Auftrag abgeschlossen. Das ist schön. Naja. War doch ganz brauchbar. Bisschen Minus zwar gemacht, aber sonst in Ordnung. Für den Loose. Alles gut.